Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Atlas Afterwipe mit unserem Tarik. Der jetzt Biondal heißt, ja. Also, das muss ich mir da umgewöhnen, das wird aber dauern. Wir sind auf einer Insel da, wo es eigentlich alles gibt, außer Zucker, haben wir glaube ich festgestellt, Metall, alles vorhanden irgendwo, in große Mengen müssen wir erst erkunden. Das heißt, wir sind gerade beim, ich mache mal die Karte auf, J12. Auf der kleinen Insel da, die gehört uns auch, jetzt müssen wir da Münzen holen, dass es uns auch länger noch gehört. Wir suchen gerade einen Bauplatz, so schön am Meer. Haben da hinten schon einen gefunden. Werden jetzt aber noch ein bisschen weiterlaufen. Und schauen mal rund um die Insel, weil so riesig ist nicht. Aber dafür, dass er kleiner ist, ist die auch riesig, gell, Tarik? Wenn ich da schaue, wie lang der Strand ist und wie lang wir schon rennen. Und sind eigentlich die halbe Insel erst gerannt. Ich sammle die ganzen Schatzkarten damit ein. So. Yeah, die Ameise gab ganze 2 Organic Paste. Ist das viel für eine Ameise? Oh ja. Und was? Ich töte die so selten. Schatzkarte, Qualität 6. So, das Problem ist, ihr seht es, wir sind noch ziemlich primitiv ausgestattet. Wir haben eine professorische Hütte da hinten gebaut. Und werden. Ja, was wird man? Ja, wir suchen wie gesagt einen Bauplatz. Da sind wir gerade dabei. Sonst müssten wir dann wegen Gold vielleicht. Tarik kann schon tamen, Tier 2 vielleicht was tamen, dass wir da was machen können. Da könnte man eigentlich überall bauen, Tarik, gell? Ah, Wolf, Wolf, da gibt's ja. Wölfe. Ah. Okay, so viel zum Kreis rein. Das lasse ich jetzt mal, glaube ich. Haha, ich habe den Wolf ausgetrickst. Ich habe nämlich eine Climbing Pick. Der kann nicht climbing. Hoffe ich mal. Ah, da bist du. Hallo. Ja, warte, ich komme dir da von oben entgegen. Muss ich da mal umschauen ein bisschen. Irgendwo hat schon wer was gebaut bei uns, da haben wir gesehen. Irgendwer hat da gesettelt. Ist auch okay. Wir warten, bis die so viel gebaut haben, dass das nicht mehr, dass sie sich nicht freiwillig gleich wieder gehen und dann stellen wir auf 50% Tax. Ja. Genau. Naja, wenn du es gleich am Anfang machst, dann haut der ab. Wenn er da mal eine fette Hütte hat und ein paar Tiere, ja, dann wird er sich selber legen. Also, wenn wir mal gar was brauchen, dann gibt, werden wir die Steuern erhöht. Wie im echten Leben. Es wird immer nur teurer, nicht billiger. Ja, wenn ihr uns das ganze Metall wegfahren, dann wo bist du? Bist du wieder runter am Strand? Nein, ich bin an die Steine da oben entlang, wo du mich gesehen hast. Grad. Ja, aber jetzt sehe ich dich nicht mehr. Deswegen. Ich bin ein bisschen nach oben. Skorpionen sind da überall. Skorpion ist gut. Ja, ich kann mit denen nichts anfangen, gerade weil ich mich nicht verteidigen kann. Fuck, meine Climbing Pick ist kaputt. Ich gehe am Strand. Oh oh. Oh, ich lebe noch. Ich bin am Strand wieder unten, da wo keiner mehr ist. Oh, ich bin ich gerade oben. Ah, da bist du. Nein, das ist Skorpion. Das bist nicht du. Kommst du schon irgendwo? Wo bist denn du jetzt oben? Warte, mich rein mal, ich muss mal weiter rennen, mich verfolgt der Skorpion. Da ist aber, da ist kein Strand mehr überall, das ist ein rein Felsen und dann so, Wasser. Okay. Ja, dann war's schon weiter vor. Timmy, Tarek. Beo. Beo, schau mal her. Ja, was heißt, schau mal her? Geh mal weiter, das Stück, bis zu mir herkommst irgendwo. Ich kann nicht zurück, weil ich bin von dem Felsen runter, ich kann nicht. Bist du im Wasser? Nein. Ich sehe nämlich gerade Skorpione, die mich. Ja, da musst du weiter noch. Ich habe nämlich rausgefunden, wo die ganzen Löwen sind auf der Insel. Ja, da schon mit deinem Wasser, ja. Na, nicht Anna, komm du mal her. Schau mal da runter, da. Ja. Löwen gefunden. Ja, nicht töten. Weil sonst spawnen sie woanders. Na, ich lass die da mal. Aber die ertrinken, die haben alle Leben verloren ein bisschen, oder? Ertrinken die? Nee, warte mal, nicht gezähmte ertrinken nicht. Das Problem ist, er wird jetzt weiterrennen und da schwimmen müssen. Werden die alle nachkommen, oder? Keine Ahnung. Aber zurück können wir auch nicht, oder? Nö. Keine Chance. Ja, na dann
ist das jetzt irgendwie Arsch, weil wenn wir da sterben von dem Wasser. Tauchen. Ja, ich bin eh ganz unter Wasser und schwimme da. Ich bin halt abgerutscht irgendwie. Und du bist ja schon da. Sehr gut. Was hat's hingehört? Ich habe zumindest keine Kampfmusik. Vielleicht wollen die zu dem Schaf, das da oben steht. Ja, das ist super. Das Schaf soll da bleiben. Ich fütter, ich gebe mir das hier in der Kino, fütter das mal. Ey. Ich folge eine Schlange. Na toll. Kann man da rauf ein bisschen? Ja, kann man rennen ein bisschen. Okay, weit nicht. Da dürfte es flacher werden. Da sind auch ein paar Tiere gerade. Das ist so toll geworden mit den Schrägen da. Ha! Bin oben. Schaut so da aus alles. Ah, da vorne ist wieder unser. Wir sind, wir sind schon an dem Teil, wo die vielen Viecher waren. Wir sind eine Runde. Ja, ich sehe da jetzt eine Ecke, was wir davon gefunden haben, noch ist bessere, gell? Das flache Mondschüssel, oder wisst? Oder da wäre es ja auch, wo die Viecher sind, gut, aber. Nein, da müssen wir die ganzen Viecher weg. Nein, machen wir das da drüben auf der anderen Seite. Das finde ich, fand ich wirklich. Ein Alpha-Schaf. Ich meine, das Einzige, was da drüben halt nicht so leibend ist, ja. Wir haben da, wo du jetzt gebaut hast, überall so flach in die Insel rein, die ganzen Bäume und alles heißt flach und bei dem Halbkreis-Ding geht es ziemlich steil dann schon nach oben, gell? Das wird aber ruhig sein, glaube ich. So, ich bin mal wieder bei der Base. Ja, ich komme gleich. Gleich da. Ja, dann schleppen wir unser ganzes Zeug darüber und stellen wir gescheite Hütten hin. Die Frage ist, schleppt man das Zeug oder craft man da in dem Mini-Hüttel die fertigen Foundations und tragen nur das hin? Weil das ist sogar leichter, glaube ich, vom Gewicht her dann. Wäre fast, glaube ich, klüger. Muss ich aber auch noch überlegen kurz. Warte mal, muss mal kurz leveln. Ich habe da ein Level up. So, was könnte ich jetzt brauchen? Archery unlocken? Nee. Einen Bogen kann ich da bauen. Achso, ja, wir müssen mal eine Tannery irgendwo hinstellen, damit ich mal Bolas machen kann. Sonst kann ich nichts sehen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich die 2 Punkte in Taining investiere, da haben wir eine Tannery und Mortar Pestle. Nehmen wir das? Ja, machen wir das. Ja, ich kann es nicht. Ich habe nur einen Punkt frei momentan. Ich habe 4. Ich könnte das und die Loom lernen. Die Loom kann ich. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das gelernt habe. Also, oh ja, ich habe Secrets of Building habe ich gelernt, damit ich die Kästen bauen kann. Ich suche eigentlich gerade, wo Siemenship jetzt war. Im ganz ersten. Bin ich jetzt vorbei dran. Beastmastery. Oder? Irgendwas? Nein, doch nicht. Dann ist im zweiten. Schau. Ja, im zweiten. Von Secrets of Building nach links unten weg. Siemenship. Also, wenn du Secrets of Building hast, brauchst du noch 2 Punkte. Ah gut, dann muss ich aber eh die Loom lernen, damit ich zum Schiffbau komme. Ich lerne mal die Loom. Secrets of Building werde ich aber auch machen. Hast du das, Nagel? Doch, das habe ich noch, aber weiter runter nicht. Okay, na, weil das ja einen Sinn macht, wegen die Holzsachen. Ne? Ja. Ja, genau. Und sonst hätte ich keine Kästen hinstellen können. Ja, brauchen wir die Tannery zuerst, gell? Nehme ich die zuerst. Ja, ich nehme die Tannery. Ja, passt. Weil du brauchst das ja fürs Tamen. Dann, im Endeffekt. Ja, die Bolas, ja. So, warte, ich schau mal zur Flagge. Da irgendwer was jetzt mehr weit drin ist. Immer noch 2 Settlers. So. Ja, aber ich habe auch einige Karten. Das
Sieht man jetzt ja von außen schon, welche Inseln das sind, gell? J12, I10, J12, J12, K11, J12, J12, J12 ist gut. J12, J12, J12. Die schaut gar nicht schlecht. Eine J12 mit 55 Gold, eine J12 mit 144, eine J12 mit 147, J12 mit 60, das ist K, J12 mit 78, J12 mit 158, J12 mit Ich habe auch eine mit 100. 96 und J12 mit 42. Also J12 hätte man einiges da. Ich schmeiße die mal da rein, den Kasten. So, na gut, ich gehe mal, ich versuche mal Beeren zu farmen, weil die brauche ich, sonst kann ich keinen Strauß zähmen. Kann ich da helfen dann, wenn sie es. Ja, Oder ne, ne. du schau mal, dass du eine Tannery hinmachst. Na, mal eine andere Frage mal. Bauen wir aus. Müssen, wir müssen eigentlich aus Holz bauen, gell? Weil man. Stein kannst du erst bauen, wenn du ganz unten bist, gell? Mit dem Stein Ding. geht erst, wenn es ganz unten ist, ja, und Tech hast nicht so viel Auswahl, glaube ich. Die Frage ist, ob man überhaupt dann jetzt schon bauen. Oder ob man noch ein bisschen da in der kleinen Hütte verweilt, weil. Wenn du am Boden mal das Holz hast, können Krokodile und alles das damagen, aber nachher tauschen, wenn die hinten drauf steht, ist beschissen nämlich. Das geht nämlich nicht wirklich, weil da fallen nur die Wände halber ein und wieder. Oder die Geräte drauf werden kaputt. Also ich habe das mal versehentlich gemacht. Du kannst das Ding 1:1 tauschen. Geht Und das kriegst die wirklich? Ressourcen für das, ja, und kriegst die Ressourcen für das Weggerissene zurück. Ja, dann probier's aus. Stell eine Thatch Foundation hin und mach einen Wood Floor drunter. Und stell, weiß ich nicht, Schauen. etwas, ein Lagerfeuer drauf oder so. Ja gut, bis wir da unten sind. Stein dauert ewig noch. Also. Ewig, ewig, bis wir da sind. Bist du deppert, das ist noch weit. Okay, dann brauche ich das nicht mal probieren. Weil alleine das Steinbauen, ja, braucht 8 Punkte. Das davor braucht 6 Punkte. Das davor braucht, okay, 2. Das davor braucht einen. Okay. Und das Secrets of Building hast du schon. Also das sind zwei, drei, fünf, 11, 19. 19 Skillpunkte bräuchte man, um daher zu kommen. Könnte dauern. Kommt drauf an. Beim jetzigen Level-Up habe Obwohl. ich 4 gekriegt, beim vorigen nur 2. Ich weiß nicht, ob das mehr wird mit der Zeit. Ich glaube schon. Wir haben damals nämlich auch viel mehr gekriegt pro Level Up, ne? Eigentlich. Gut, das war für Tannery, schauen wir mal. Loom of the Pestle Tannery. Hide Keratinoid, Metal und Wood. Keratinoid, da. Hide, Ist einiges da. drin, Fiber, da. Metal, da. Wood. Da, warte, dann baue ich es gleich. Keratinoid, Hide, Wood, Metal, Tannery. kann ja eigentlich fast eine Pferdefalle auch hinstellen. Unser Haus ist zu klein. Kann ich das aufs Dach stellen? Ja, das aufs Dach habe ich eigentlich gedacht, stelle ich die Tiere vorübergehend. Na, Reiß so. auf eure Wand ab und mach's Haus größer. Zahlt sich das aus jetzt, wenn wir dann umziehen? Da groß umbauen. Ja, Dann dann stell's aufs Dach, ist egal. ne, kannst du ja schon wo herstellen, aber du kommst dann zum Bett dann nicht mehr hin. Ja, ne, passt schon, dann stell's aufs Dach. Oder ich stelle es mitten im Raum, dann kann man rundum gehen. Das geht auch. Dann mach das. Ich finde da jetzt gerade echt keinen Obstbaum. Ja, steht ein bisschen beschissen, aber über das Wiese drüber krallen geht. Okay, Tannery steht. Schön. So. So Leute, was nun, was nun? Werden wir mal.
Okay, gut. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, gerade mal kurz. Du möchtest Holzfoundations bauen, damit wir dann drüben das Haus hinstellen. Ja, und ich habe aber jetzt noch die Tannery gelernt wegen den Zähmen und dann die 2 Punkte in das vor dem Holzbau-Ding und kann jetzt keine Holzsachen bauen. Das ist jetzt blöd. Ja, wo ich muss ich nur Level schön gewesen da Ich habe weiter. wilden Mais gefunden. Du? Ja. Vor unserer Tür, ich gehe raus, 2, 3 Meter vor mir steht ein Löwe. Der gerade gestorben ist, weil die Viecher ihn umgebracht haben. Passt doch. Erledigt. Was das mir da war an der Insel wirklich gut gefallen, mal abgesehen davon, dass ich die Löwen nicht leiden kann, nämlich dass keine Geier da sind. Die sind nämlich sehr lästig immer gewesen. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, Na Scheiße, jetzt sterbe ich gleich an einem Strauß. schaut Harry. Ich habe mit der Sichel einen Strauß erwischt, auf einmal kommen 100 daher. Die Frage, was ich mir gerade stelle, wäre es jetzt eigentlich besser, wenn ich oder einer von uns dabei mit dem Boot fahren, ein paar Kisten sammelt, wenn wir wirklich mit dem Rest nicht schnell genug sind, dass wir ein paar Münzen haben? Kannst du auch machen, ja. Ja, weil das ist so notlösungsmäßig, ja, dass man. Ja, ich hätte sowieso gedacht, dass wir das machen, aber wie gesagt, wir haben bis um 2 in der Frühzeit. Ja, ich weiß nicht, ob ich so lange da bin. Bis um Nein, 2 in nein, der aber Früh. ich habe gemeint, ich kann zur Not, schlimmstenfalls gehe ich später nochmal online und mache das, aber so viel alleine von mir, ja, hast recht. Dann machen wir das zuerst, damit wir das Polster haben. Ja. Ich gerade überlegen. Warte mal. Ich bin eine Alpha-Möwe. Ich überlege gerade wegen einem Level. Fehlt schon noch einiges. Dass ich da etwas Sinnvolles machen kann. So, ein paar Erde vergessen. Ja, hier ist doch ein Geier bei meiner Leiche gerade. Also, weil dabei die Leichen war überhaupt kein Geier noch. Und wie ich Knochenbruch hatte, war keiner da. Haben mich schon gefreut drüber. Mit der Sichel ist das Fiber Farm wirklich viel leibender. Vor allem, warte mal. Ah, ne, auch nicht. Ja! Wie gesagt. Ja, dann fahren wir eine Runde mit dem Schiff und mal ein paar Münzen sammeln zur Sicherheit. Ja, wir können das andere, wenn es fürs zuerst noch machen. Wir haben ja noch Zeit. Also, so schnell muss ich nicht weg, aber. Gut. Ich muss heute Okay. Fernsehen gehen. Was ist denn leicht? Blu-ray. Achso. Zeugs. Dinge, die schon ewig rumliegen und noch nicht dazukommen zum Anschauen. Ja, das ist gemütlich. Ich habe auch überlegt, ob ich heute am Abend Fernsehen gesehen habe. Sehr lange nur dort. Wenn wir das heute so hinkriegen, dass wir da den Polster mal haben, ne? Dann ist das ja eh. Ich habe auch überlegt, ob ich das eher mache. Ach nein, jetzt habe ich wieder einen Strauß gehauen. Ja, es ist gerade ein bisschen nervend, gell? Da kann ich graben. So, hab getrunken. Okay, gut, dann. Kannst du mir mal irgendwann einen Bogen basteln oder so? Ah, du bist hier da. Hallo. Ich bin ja gerade gestorben. So, ja, stimmt, da war was.
Ja, ich gehe meine Leiche holen und dann komme ich wieder retour. Ja, weil das Und Problem dann ist, fahren wir. ich könnte alles Mögliche machen. Farmen, fahren mit dir oder Ding, aber ich bin so unbeholfen, weil ich kann nicht jagen fürs Level, weil ich keinen Bogen habe. Ich kann die Dinger für die Foundations alles nicht bauen, weil ich den Skill nicht habe. Ich kann eigentlich nur Kannst du gerade die Foundations nicht bauen? die Holz, nein. Oh. Ich kann gar nichts aus Holz bauen. Ja gut, dann machen wir eine Erkundungstour mit dem Schiff und holen uns das Gold. Ja, das habe ich ja vorher gemeint, wie ich gesagt habe, so, ich habe den einen Skillpunkt in die Tannery gegeben, die zwei, statt in das nächste, wo man Holz gelernt hat, damit wir die Tannery fürs Zähmen haben. Ne? Und somit habe ich aber den Punkt jetzt nicht mehr gehabt fürs Ding. Ne? So, ein bisschen ausräumen da. Haben wir gerade Vollgas verlaufen? Ja. Das ist aber eh schon eine kleine Insel. Jetzt bin ich wieder dort, wo wir die Löwen gehabt haben vorher. Warum? Weiß nicht. Okay. Beend mal die Aufnahme jetzt. Für ein kleines Update hat es ja gereicht. Wir werden jetzt dann da hinten zum Bauen beginnen. Da gibt es dann wieder ein paar. Zuerst fahren wir mal eine Runde mit dem Boot. Das brauche ich ja wahrscheinlich nicht wirklich aufnehmen oder so, weil das haben wir eh beim ersten Part schon zur Genüge gehabt. Und ja, passt. Bleibt dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn das irgendwer sieht, wo wir da sind, von den Leuten, die sich meine Videos anschauen, und irgendwer hat vielleicht Lust, irgendwie ein netter Kerl da sich niederzulassen, dann schreibt es auf YouTube mal hin, dann kann man drüber reden vielleicht, ja? Passt. Außer der Tarek hat was dagegen, der ist Admin. Ich enthalte mich einer Stimme. Ja, dann weiß ich, ob es einen Vor- oder Nachteil hat, wenn das wirklich mit mehr Settler ist, wäre es halt gut, wenn wir wem da haben, der vielleicht A, Deutsch spricht und B, leibend ist, ne? Wenn das mit mehr Settler besser ist als random. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt gesehen, die Insel ist ja eigentlich auch dafür, dass es billig ist, einmal so groß, das können wir ja nicht alles niederfarmen, da lange ich, das geht ja gar nicht. Von daher und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao! Ciao.